It's time for World Underground Wrestling. Weg. 7 Monate später bin ich wieder hier! Japan! Scheiße. War schon geil. Japan war super. Oh, die beste Zeit. Über 50 Kämpfe in einem halben Jahr. Den legendärsten Hallen Japans gekämpft. Vor über 800 Leuten. Das war super. Ja, so viel mehr Zuschauer als die Ausgabe. Ja. Es war auch hart. 20 Stunden Training in der Woche. Ein paar Verletzungen. Auch dazwischen. Aber ich habe durchgepowert. Und ich habe es geschafft. Ich kann ganz stolz sagen, dass ich als Wienerin Big in Japan bin. Schwer in Japan. Und so geil, Japan auch war. Ich bin echt froh, dass ich wieder hier bin. Unter meinen Freunden, bekannten Gesichtern, hier unten im Keller, wo alles angefangen hat. Und wenn wir jetzt schon so gute Stimmung haben und ich es geschafft habe, auch den Belt wieder mit nach Hause zu nehmen, dann let's fucking do this! Mach mal gar keinen Titelkampf daraus! Jetzt ist nur die Frage, wer will, wer mag, wer hat doch nicht! Geschossen. Wer meldet sich? Anything goes! Chabella ist im Dschungel, glaube ich, oder wo ist der Dschungel? Auf der OM, aber wurscht. Dschungel ist was anderes, da verdient man mehr Geld als auf der OM. Who wants the belt? Wer will es probieren? Ich! Ja, okay, komm her! Gerne! Und diesen Titel geht es! Last time you lost against her. Wie heißt das schön im Wrestling? Wenn sie liegen, sind sie alle gleich groß. Ja, now you're such a Japan superstar. I got the summer! And over again! Yeah, let's go! Yeah. Es geht um. Langsam, noch jetzt nicht los. Gut fürs Publikum. Heute für 3 Minuten zurück. Just hold back for 1 minute. Oh, in die Fresse, Titel! Es geht um diesen Titel. Und wie jeder weiß, bei WoW-Titelkämpfen gibt es keine Regel. Der Referee, oder in dem Fall der Schiri, ist nur dazu da, den Kampf anfangen zu lassen, den Kampf zu beenden oder bei Gefahr im Verzug möglicherweise den Kampf auch abzubrechen, aber das passiert eher selten. Wie gesagt, keine Regeln, deswegen brauchst du das eigentlich auch gar nicht untersuchen, weil selbst wenn die Pumpgun mit hätten, war es wurscht. Ich weiß, ich habe die Regeln selber geschrieben. Kampf frei! Yeah, gib mir die Regeln! No rules! Wir haben kein Zeitlimit, also das kann nicht Stunden dauern. Nein, das glaube ich nicht, wenn 90 Uhr gerät ist. So, aber darf sich da als Quatschen oder kämpfen? Ich weiß ja nicht. Ja, die Decke verbreitet sich schon vorher von Loch. Quatschen ohne Mikro, da versteht das Publikum genau. Ah, jetzt geht's los. Ja, die langen Haxen haben einen Vorteil. Hey, Valerie, Jerry's next Topmodel braucht dich mehr.
einfach das Stärkste. Charlotte Flair von AliExpress! Also der Tekla, gell, die hat vielleicht noch ein bisschen Jetlag, vielleicht muss sie es da aufpassen. Oh! Ja, Mann! Klassisches, japanisches Zappi-Schwestling! Aufgabe! Rüge ab! Keine Aufgabe! Ah, sie kann sich befreien und ein paar Schläge am Hinterkopf erhöhen, das Denkvermögen. Ja, Valerie hat beides. Intelligenz und Schönheit. Jetzt ist der Würgergriff legal. Es gibt keine illegalen Würgergriffe, man kann keine Regeln haben. Er ist zwar nicht nett, aber er ist nicht illegal. Oh, ein Full Nelson. Na ja, bei der Kreis könnte es sogar klappen. Aufgabe. Hat den Hebervorteil. Oh oh, oh oh, oh oh, oh. Aua. Das war ein Full Nelson Swing. Mir da ganz weh. Es gibt nichts Illegales! Ja, rettet das, ich weiß ja nicht. Muss ich für unser Publikum. Schau mal. Also, ich hilfe ja zur Valerie. Wer hilft denn eigentlich zur Tekla? Eh keiner, oder? Danke, Tekla, Fee! Oh, der Hans hat ihres Aufgabegriffes! Aber er hat nicht ganz so ein anderer Aufgabegriff. Appa! Aufgabe, Satishan! Rüge ab! Also, Tekla hat viel gelernt in Japan. Schlag in die Fresse! Anatomisch gesehen ist die Fresse etwas tiefer, das war die Stirn. Aber wurscht. Ich glaube, es hat trotzdem weh da. Finische! Naja, jetzt noch nicht so krass. Das ist bei Mortal Kombat. Genau. Naja, fast. Oh oh. Ist ein kombinierter Aufgabegriff von der Decker. Nein. Submission! Komm, Aufgabe! Rüge ab! Fester! Der Fester ist bei der Adams Family. Hat er glotzen. Und die Glühbirne. Oh! Oh! Oh, Aufgabe! Er hat sich voll auf den Kampf angekommen. Aufgabe Griff! Keine Aufgabe! No Submission! Noch immer keine Aufgabe. Ah, damit Kraft hat sie sich befreien. Das ist voll mit dem Schädel angekommen. Das war nett. Brich hier den Arm! 4 Minuten Kampfzeit! Komm on, Tekla! Irgendwie haben wir dort brutal auf Fans. Schöne Heini, lieb! Es ist nicht nett, einer blonden Dame den Arm zu brechen. Ja, das ist nicht nett. Ja, aber Wrestling. Oh! Ein Tritt in den Bauch ist okay, aber. Dann bricht das Bein! Wir wollen Knochen sehen! Die gibt. Muss ins Krematorium gehen. Break your neck! Also das Publikum wird immer aggressiver. Der Kick hat gesessen. Jetzt sitzt die Valerie am Boden. Auf jeden Fall ist das
schöner Schlag, ein Vorarm in den Rücken, ein Knie. Wir hören nur die Stöhne. Ja, wir sind in einem Bierpokal, was muss. Die Deklan macht zum zweiten Mal Bekanntschaft mit einer heurigen Bank, also der Kopf von der Deklan. Deklan! Wir sind zum Sitzen da und nicht um den Kopf darauf auszuholen. Deklan! 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 Und schon geht's wieder zurück, warte ich mal. Was war denn wo das? Ich versuche höflichst die Wrestlerinnen meine. Ich brauch den Tisch noch! Aber die Valerie schlagt sie gut! Die hat doch nichts gemacht, verdammt! Die schaut aber gut aus! Das ist mehr als was du machst, verdammt! Hallo, Alter, kauft euch eine! Ich mach die totale, ja? Lass sie alle aus! Ansatz zum Body Slam! Wow! Da zerbröseln meine Matten. Würgen ist erlaubt, man kann es nicht anders schon. Oh! Ein. Da kommen die Adern aus der Spinne. Ja, blöd ist, wenn dann der Knochen rauskommt. Keine Aufgabe! Keine Aufgabe! Das sind wir jetzt, Siri! Valerie, mal! PKS, Valerie, come on! Valerie! Ja, sie zeigt an, sie mit dem Titel. You want the title, so kill her! Der Arschtrich kann sie haben! Aber lass mich hinten ganz währenddessen, ich weiß ja nicht. Die hinten halt das aus. Oh oh, kommt da? Wo steht wer auf mein Kabel? Danke schön. 8 Minuten Kampfzeit, 8 Minuten. Normalerweise würde ich ja sagen, Haare ziehen ist verboten, aber es ist ja nicht so. Macht er ja, macht schon, ey, weiß ja nicht. Der war abgefangen. Das war Heiligengegatsche. Ja, ja, das ist verboten. Das war fast der Finisher vom Great Mutter, aber nur fast. Gib mir noch eine Piste! Aber nur fast. Die Haare von der Valerie müssen leiden. Welche Haare? Und der Nacken von der Thekla. Die Haare sind das Blöde, was da so oberhängt. Ja, das sind Extensions. Ja, auch das sind Haare. Lass sie die Haare raus! Wenn es teuer ist, sind sogar echte Menschenhaare. Das ist ja wurscht. Irgendwer hat schon mal Ochsen lassen, nicht nur. Typischer Dicker kommt da! Oh, die Spinne ist wieder in Wien! Und der Spinnenspeer! Spinnenspeer! Spider-Spear! Spider-Spear? Was ist denn da? Aber das hat auch sehr nach Exorzist ausgeschaut, wie sie da gegangen ist. Oh oh! El Sinito, Aufgabe! Oh, 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 oh. Ein Reverse ist hier! Aufgabe! 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 Valerie, you can up! No! Yes! No! Aufgabe! Siegerin dieses Kampfes und weiterhin auf die Weltmeisterin der WWE! Nach 11 Minuten Kampfzeit! Take your touch!